Are you ready? Hallo Freunde und willkommen zu den Shortcuts, dein Update in 99 Sekunden. Heute mit YouTuberinnen, die sich für ein Mädchen einsetzen, einem neuen YouTube-Format fernab von Halls und Challenges und einer Clique, die sich wieder zu neuen Abenteuern aufmacht. Los geht's! Melina hat eine neue Mission, wieder nicht alleine. Gemeinsam mit Sarah Liss und Sallys Welt sammelt sie Spenden für die kleine Elaida, die mit 6 Jahren an Blutkrebs erkrankt ist und nun nach 4 Jahren Kampf auf eine Therapie in den USA angewiesen ist. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder sogar selber spenden, dann klickt euch einfach zum Video. Link in der Beschreibung. Ich selbst habe, bevor ich dieses Video hochgeladen habe, einen großen Betrag gespendet und hoffe natürlich, dass ich damit helfen konnte, denn die Zeit läuft uns weg und wir zusammen können ein Menschenleben retten. Das müsst ihr euch vor Augen halten. Wenn wir alle helfen und wenn wir schnell helfen, denn die Zeit rennt, können wir ein Menschenleben retten. YouTube-Challenges, 10 Arten von und Q&A-Videos sind nun wirklich nichts, was man nicht schon 1 Milliarde Mal gesehen hat. Da ist es doch erfrischend, wenn ein ja überaus attraktiver YouTuber ein neues Format etabliert. YouTuber probieren zum ersten Mal von und mit Emra und dieses Mal mit dem Thema vegane Alternativen. Dena, Revi, Izzy, Paluten, Jody und Sturmwaffel. Wenn man diese Namen in einem Satz hat, weiß man eigentlich schon, worauf es hinauslaufen wird. Die 6 Wiederholungstäter tun schon wieder. Morgen starten sie in ihren spontan 2-wöchigen Roadtrip. Diesmal durch Skandinavien. Wir machen einen Trip mit Autos und fahren mit der Fähre, setzen wir über und fahren dann einmal komplett bis zum Nordkap nach oben und gucken uns da die Natur an und alles. Und zum Schluss noch eine kleine Info. Nach Leon und ApoRed ist jetzt auch KS-Freak YouTube-Millionär. Herzlichen Glückwunsch. Eine Mille mal vor. Wer ist so behindert und abonniert mich eigentlich? So, Freunde, das war's auch schon wieder mit diesen 99 Sekunden. Am Mittwoch geht's weiter mit dem Magazin. Da sollten auf jeden Fall ganz viele Mädchen von euch einschalten. Es geht nämlich um Girly-Thema, was aber auch auf jeden Fall euch Jungs interessieren sollte. Zumindest, wenn ihr irgendwann mal eine Freundin haben wollt oder eine habt. Ansonsten, war's das auch schon. Lasst ein Abo da, ein Like, teilen nicht vergessen. Ich bin Suri und raus.